zusammen. Da sind wir wieder im Flight Simulator 2020 und ich möchte euch heute ein kleines Tool vorstellen, was ich schon ziemlich lang benutze, was ihr vielleicht auch schon kennt, was aber ein niegelnagelneues Update bekommen hat und deswegen nochmal absolut erwähnenswert ist. Und zwar ist das hier die gute alte Pushback Toolbar. Ich springe einmal ins Cockpit. Die Pushback Toolbar seht ihr mich jedes Mal benutzen, hier über den Button normalerweise Pushback. Und dann kommt hier dieser kleine Helfer, schiebt mich zurück und ich kann mit den Pedalen steuern, wo ich nach links oder rechts will. Ich muss aber jedes Mal in die Außenansicht springen und ja, selber quasi manuell steuern, wo ich lang fahre. Und ja, das neue Update dieser Pushbar hat eine Pre-Plan-Funktion und die finde ich einfach genial. Ich drücke da einmal drauf, dann kriegt ihr noch einen kleinen Hinweis, wie ihr das Ganze verwendet. Und dann sieht das hier so aus. Hier haben wir unser Flugzeug in schwarz dargestellt. Und ich kann hier mit Steuerung und dem Mausrad rauszoomen, mit dem Mausrad selbst die Flugzeugposition drehen und jetzt mir einen Plan machen, wo ich gerne hin möchte. In dem Fall sage ich mal, hoppala, da habe ich die falsche Taste gedrückt. Ich möchte hier einfach gerade zurück und mich einmal hier drehen. Linke Maustaste, Klick. Jetzt kann ich noch einen weiteren Wegpunkt machen, zum Beispiel dorthin. Aber das ergibt gar nicht so viel Sinn, deswegen mache ich das mit Backspace oder der Zurücktaste zurück. Und ich möchte gerne hier unten hier diesen kleinen Taxiway entlang. Also mache ich mir hier noch einen Wegpunkt ein Stück weiter zurück. Ich drehe das Ganze noch ein bisschen. Und dann kommt hier unten noch einer hin. Gucken wir mal, dass wir das hier hinkriegen. Folge mal der gelben Linie sozusagen. Und dann möchte ich hier unten so ausgerichtet stehen bleiben. Rot ist, da komme ich nicht mehr hin. Da kann mich der Pushback nicht schnell genug drehen. Grün mit Linie zeigt halt, wo ich hin kann. Und wenn ich zufrieden bin, drücke ich einmal Enter. Und das war's. Wir haben den Pushback geplant. Und jetzt, wie altbekannt, Request Pushback. This is ground. Stand by. Unser kleiner Helfer kommt rangefahren. Okay, Sir. The bypass pin is installed. All doors and hatches closed and all ground equipment is removed. The parking brakes are set. You may lift. Parking brake set. Lifting the aircraft. Dann geht die Nase hoch. We are cleared for start and push. Okay, cleared for push start. Please release parking brake. Mach mir. Parking brakes are released. Commencing pushback. You can start the engines in sequence. It will start in the sequence. So, und da geht der Pushback los, völlig automatisch. Ich brauche also hier nicht mehr die Pedale treten und kann mich jetzt voll drauf konzentrieren, Triebwerke zu starten, Checkliste abzuarbeiten und so weiter und so fort. Der Pushback hat diesmal eine feste Geschwindigkeit, die kann ich also nicht selber einstellen und die Geschwindigkeit ist auch konstant, also sie wird nicht langsamer in den Kurven oder so. Das sieht man gleich, wenn wir hier am Ende zurück auf den ersten Taxiway, von uns aus gesehen jetzt eine Rechtskurve machen. Die wird ziemlich steil, da wird wahrscheinlich dem einen oder anderen Passagier ein bisschen schlecht werden, aber ich muss sagen, das Tool kostet genau 0 Euro, ist kostenlos verfügbar zum Herunterladen. Und einfach super praktisch. Und ja, da gibt es einfach nichts zu meckern. Jetzt sehen wir es, hier kommt die Kurve. Ja, aber läuft. Und jetzt geht es rückwärts. Und wir kommen gleich zu dem Taxiway, der hier hinten lang geht. Da pusht er mich einmal hier wunderschön um die Kurve. Man sieht, das Fahrzeug, das passt nicht ganz mit dem Alignment, aber wie gesagt, es kostet 0 Euro und es funktioniert. Ja, ich kann mir eine ganze Route zusammenklicken und es funktioniert einfach. Ich bin total begeistert. Ich habe das Tool schon, wie gesagt, sehr lange im Einsatz. Immer mit der manuellen Steuerung. Jetzt funktioniert es auch automatisch und müsst mir die Meldung gleich bekommen, dass wir am Ende sind. Okay, Pushback completed. Please set your parking brake. Machen wir. Parking brake set. Parking brake set. Lowering aircraft. Runter.
You may disconnect. Okay, sir. Clear to disconnect. Pin has been removed. See you at the side. Have a good flight. Holding position, waiting for the visual. Thank you and goodbye. Und das war's. Jetzt können wir hier los taxien und uns auf den Weg machen. Wie gesagt, ich bin begeistert. Das Tool verlinke ich euch nochmal in der Beschreibung dieses Videos. Kann ich nur empfehlen. 5 Sterne von mir. Und ja, würde sagen, ihr seht es dann demnächst im Einsatz, wenn ich mich mal wieder auf den Weg mache. Bis dahin wünsche ich euch noch einen wunderschönen restlichen guten Morgen, Mittag, Abend oder wann auch immer ihr das Ganze seht. Und bis zum nächsten Mal.